Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass in den nächsten 9 Monaten kein Video kommen wird, weil ich schwanger bin. April, April. Ja, 1. April, das bedeutet ganz viele Arschlöcher, die einen versuchen zu verarschen. Ich freue mich schon auf diese ganzen Semi-Witze, die mir heute erzählt werden und bin mal gespannt, was da so auf mich zukommt, damit ich auch endlich mal ein Video zu dem Apriltag mache, wie jeder andere YouTuber auch, habe ich mir gedacht, frage ich euch einfach mal, wie seht ihr das eigentlich? Wie findet ihr eigentlich den 1. April? Wie findet ihr die April-Scherze? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet und was ihr denn für Erfahrungen schon gemacht habt mit April-Scherzen und ob ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habt, würde mich mal sehr interessieren und ich bin gespannt auf eure Kommentare und wenn da ein paar gute Kommentare dabei sind, dann kann ich ja mal gucken, ob ich da so ein kleines Video zusammenstelle, wo ich die besten Kommentare oder die besten April-Erlebnisse, April-Fails oder was weiß ich, mal ein bisschen zusammensuche und halt somit ein kleines Video erstelle, wo ich die ganzen Geschichten erzähle. Fände ich mal ganz lustig und ansonsten noch einen schönen 1. April. Lasst euch nicht verarschen.